Scheide. Scheiße, meine ich. Ich habe kein vollautomatisches Dings. Ich habe Doppelmagazin. Egal, kann's töten. Digga, das kann doch nicht sein. Das ist doch voll die Verarsche. Ja, gute Planung. Ne, ist aber so. Vielleicht ist das im Einzelspieler so. Das könnte sein. Alter, guck dir mal an, was hier für Claymores liegen. Leute, steht hier ein bisschen. Ja, ich weiß. Weg. Bum, bum, bum. Ey, ganz klein muss gehen im Arsch, aber was soll's? Ist egal. Aber wir dann neue hinstellen, kriegen ja eh genug. Ja. Jetzt müssten die kommen. Warte, lass ihn letztes Mal hier am Leben, der hier ist. Ich gebe mal wieder Pack Punchen einmal. Nimm den mal bitte. Oh, es kommen ja noch ein paar. Guck, Alter, das meine ich, Alter. Die laufen einfach an dir vorbei. Hast du den? Jo, hab ich. Gut. Ah, gut, der Aufzug ist direkt hier oben. Muss nur noch runterkommen. Und Schlagring müssen wir uns auch noch besorgen. Am besten. Okay, ich habe Feuermodus. Kannst töten, wenn du möchtest. Möchtest du noch was machen? Willst du noch was machen, Digga? Oh. Boah, bei mir ruckelt's manchmal ein bisschen. Jo. Vielleicht kann mein anderer das Schleppen übernehmen. Ich glaube, ich höre mehr von dir. Ich sehe sie. Alles. Diese Viecher sind ein Geschenk. Und nicht die Hunde, Alter. Hast nachgeladen?
Ja, hab ich. Am besten stellst du dir noch so eine Schleuder hier hin. Dann bist du 100% gesichert. Jetzt kannst du auch mit deiner Dings reinballern, mit deiner Wunderwaffe. Von mir aus. Jo, sag mir einfach wann. Jo. Kannst schießen. Oh, ihr wollt alle was? Kannst schießen. Ah, schade. 1 Zentimeter, dann hätte der eine nächste Welle ausgelöst. Wenn du Ärger suchst, warten ist woanders. Zeig uns, wer der Chef ist, Bruder. Muni. Ich nehme. Ja, ja. Genau darauf habe ich gewartet. Wen zum Teufel hältst du dich, dich mit mir anzulegen? Einen Schritt weiter und ihr bereitet. Weg von dem Alten. Schieß. Doppelte Punkte. Zwei Freaks zum Preis von einem. Schieß. Ach komm, Alter, die ist doch so schlecht geworden, die Wunderwaffe. Lad mal nach. Alter. Jo, pass. Kannst du nehmen. Maximale Munition. Wird doch Zeit für eine Pause. Alter, wie es da hinten aussieht, Alter. Da kommt kein Zombie hin. Der überlebt hier nicht, ne? Nee, glaub auch nicht. Na los! Das kann ich den ganzen Tag machen! Wenn ich zugrunde gehe, nehme ich euch alle mit! Da habe ich schon Schlimmere erledigt!
Wir müssen unbedingt Affen aus der Kiste bekommen. Das ist wichtig. Schieß mal mit der Wunderwaffe. Nochmal. Fällig, oder? Oh mein Gott. 3-4 Schüsse nicht getroffen. Ja, wenigstens rutschen sie jetzt rum. Was das bringt, möchte ich auch mal wissen. Ja, was soll's, wir kriegen hier eh mal die Zone. Ja. Mal wie schnell die Runden vergehen, ey. Ja. Jetzt kommen sie auf einmal. Ja. Bringt mir ihre Seele. Brauchst noch einen Perk? Nö, nö. Ja gut, dann können wir. Stimmt. Hat der ja eigentlich auch. Hast nachgeladen? Ich bin bereit. Gut. Runde 20. Die müssen jetzt Runde 24 kommen. 23. Mal gucken, ob es jetzt stimmt. Mal gucken, ob es stimmt. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Hammer eh leer haben. Als Waffe. Ja. Ich brauche noch eine dritte Waffe. Ich denke mal, ich muss mir mal die Raygun besorgen. Die Dings da vorne sind nicht kaputt. Ja, muss aufpassen mit Granaten. Sorry. Hey, was doch. Wenn du Ärger suchst, Mauten ist woanders. Ihr wollt also kämpfen? Hey, guck mal, wie viele Power-Ups kommen, das ist doch nicht normal. So, leer das Drecksding. So werde ich dich enden.
So ist einfach zu spielen, ne? Ja, oh mein Gott, Alter. Guck mal, Alter. Ich glaube sogar, dass es hier am schnellsten geht mit der Strategie. Beziehungsweise es gibt keine andere Stelle, wo du sowas ausnutzen kannst. Oder kennst du noch eine Stelle? Ne. Ich hab's halt immer sonst, wenn wir zu zweit spielen, einer auf dem oberen Steg bei Butterraum und einer läuft unten halt runter, aber da kommen halt oben halt. Ja. Zombies, hier kommt ja gar keiner. Töte die mal. Warte. Nächste Runde. Es geht so schnell einfach alles. Ich kann keine mehr platzieren. Ja, müssen wir gleich welche da reinlassen. Oder? Nee. Nee, passt schon. Egal, wenn du meintest, dann kommen ja eh nächste Runde wieder die Viecher und zerfetzen alle. Hast du gemerkt, was nicht stimmt? Hier geht's eindeutig schneller als auf Schiene Nummer. Ja, das schon. Ich sag ja, ist viel zu einfach. Selbst Level 2. Ich denke mal, die wollen das auch halt. Die machen das halt einfach, damit auch mehr Leute den Zombie-Modus und länger halt spielen. Und auch die halt den nicht so oft spielen, auch mehr Spaß daran haben. Ja, ich meine, es ist doch kein Spaß, das heißt, wenn keine Herausforderung da ist. Ja, kann jetzt mal sehen, wie man wäre, aber halt. Das ist halt jetzt blöd für die, die halt schon länger spielen und halt an Playoffs 1 gewöhnt sind. Die sagen halt hier, alles so leicht. Ja. Ist es ja auch, aber im Prinzip ist es auch zu leicht, aber du hast ja auch mit Black Ops 2 angefangen, wie ich verstanden hab, ne? Ja, genau. Ja. Ich hab einen Monat hatte ich keinen Bock auf den Multiplayer, hab mit Zombie-Modus angefangen. Und der hat halt richtig Fun gemacht hier und seitdem spiele ich halt. Ich hab zwar Black Ops 1 hatte, also hab ich das war mein erstes Call of Duty. Damit habe ich eigentlich mit COD angefangen. Aber da habe ich nie, glaube ein, zweimal Zombie-Modus gespielt. Schieß mal rein, schnell. Sehr schön. Ja. Aber es ist einfach so, dass Black Ops 1 den besten Zombie-Modus hat. Ja, das so. Kann keiner bestreiten. Ja. Wenn man hier guckt, du messerst und triffst nicht. Und da ist es ja anders. Das ist das Messern, Alter. Ja. Das hasse ich sowieso hier. Guck, ich sag's. Nein, in MW2 gibt's zwar Kommando, aber da geht das Messer mit diesem Scheiß. Ja. In jedem Call of Duty besser. Selbst in Black Ops 1, ich weiß nicht, was haben sie bei Black Ops 2 bitte angestellt? Ja, die haben die Engine ein bisschen verändert. Alter, scheiß, was die da gemacht hier haben. Hier im Zombie-Modus ist die Multiplayer-Engine drin. Was dann? Ja, das aber ja. Boah! Ich hab's gesehen, Alter, wie alles explodiert ist. Ja, warte. Kannst du nehmen, wenn du willst. Also. Erstmal platzieren. So, genau. Maximale Munition! Fantastisch! Jetzt habe ich eine Chance!
da wieder alle da. Ja, geht echt eindeutig schneller, Alter. Ja. In Shangri-La, ich meine, da haben die Zombies auch ein gebraucht hier, bis sie hier spawnen. Hier sind die Spawns. Meinst du Nummer? Ich verwechsel das immer mit dem Namen. Ich meine schon Chino Nummer. Das ist krass, ne? Oh mein Gott, das wurde noch nicht aktualisiert. Von gestern. Ja. Oh Gott, ey. Liegt da? Guck, das meine ich mit der G-Com. Wir droppen auf viel mehr Sache irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, hier bei Black Ops 1, da droppen nur 4 Sachen pro Runde. Und hier sind das auch alles mathematisch ausgerechnet, hier von hier und wie die da wegkriegt. Eigentlich schon. Nee, das habe ich schon früher herausgefunden. Insgesamt droppen in der Runde bei Black Ops 1 nur 4 Sachen. Und hier sind es eindeutig mehr. Um einiges mehr. Only Insta-Kick kann man die Runden auch rüberbringen. Ja. Dann jetzt noch eine Nuke. Guck mal, Runde gleich schon wieder vorbei. Mein Mobo für Dad, kann man jetzt so sehen, ist gleich wieder weg. Ich meine, am Anfang habe ich gedacht, die wird jetzt ein bisschen schwerer, wegen Afterlife und sowas. Ja, ich meine halt wegen, weil hier wieder ein bisschen enger ist als auf den anderen, weil hier hast du ja Butterraum oder auf Transit hast du eh so große Fläche. Ja. Aber, ja, Runde 73 habe ich dasselbe auch erreicht. Jetzt nicht das beste Ding. Dort hast halt einfach, du kannst unendlich mal sterben. Ja, das ist das Ding, ne? Das ist Frage, was Geiles. Ich finde neue Sachen ist schon cool, sowas rauszubringen hier. Ja. Aber ich frag mich wiederum einfacher. Ich frag mich wirklich, ob die es wirklich wagen, keinen Zombie-DLC zu machen. Ich frag mich, ob das dann auch so noch einfach wird wie. Jetzt wie jetzt auf Driver ist oder. Ja, klar, dann wird's noch einfacher. Hier Schiene Nummer, weiß noch gestern wie einfach. Wir haben das durchgezogen, einfach so. Das war kein Problem für uns. Und stell vor jetzt bei Black Ops 2, wie einfach das wird. Wir werden einfach. Keine Ahnung. Kannst reinschießen. Weil das ist ja dann alles, also so die Spielweise ist ja dann dasselbe wie bei den anderen Karten, also hier von Blair 2, wenn die jetzt zum Beispiel sowas ja. Wie Shangri-La reinpacken. Genau. Chino Nummer. Entschuldigung. Ja. Und das ist ja dann nicht mehr das Schwere, wo wir auch hier drüber gesprochen haben mit dem, dass die Zombies da dich festhalten, also so in der Art halt, du ja, genau. Kommst dann fast nicht mehr weg von denen. Hier kommst du ja übelst leicht weg, also das ist ja eigentlich kein Ding. Eben. What the fuck? Wie kommt das denn? Genau vor mir um. Oh. Rumgeballert. Nuke. Ey. Ich sag's dir, Alter. Viel Dämlich. Zu leicht. Viel zu leicht. Also gestern. Kam ich gar nichts, ey. Das stimmt. Ex-Ammo kam eigentlich meistens nur einmal in Zwischenrunden von den Hunden, also. Ja, genau. Aber sonst gar nicht, ne? Kaum. Also ich habe davon nie was gespürt. Schieß mal rein. Du musst immer schießen, bevor der ganze Spawn hier ist. Weil dann kannst du noch die spawnenden Zombies mit erwischen.
und die spawnenden Zombies erwischen die spawnenden Zombies. Klingt verwirrend, ist aber so. Schieß mal rein. Unterstützt mich hier denn keiner? Ja, wir halten die zu weit, ja, in der Mitte. Papa mal wegschießen. Und jetzt sehen wir da vorbei. Ja, zu einfach. 1, 2, 3 Minuten oder so. Ja, ich guck jetzt mal, wir spielen jetzt seit einer Stunde, seit 56 Minuten. Genau, seit 56 Minuten. Und jetzt gucken wir mal. Da waren wir aber schon, 2 Stunden waren wir da. Ja, also auf jeden Fall haben wir schon länger Shino Numa gespielt, hey. Und das auf jeden Fall. Außerdem haben wir uns ja hier sowieso noch ausgerüstet und den ganzen Scheiß gemacht. Das haben wir ja da gleich bei Shino Numa durchgezogen. Ja. Du hast hier direkt die Wunderwaffe bekommen gehabt. First try. Ja. Ja, aber das Blöde. Also die DG2 haben wir First Try bekommen, aber hier das ganze andere Zeug, da haben wir auch Zeit vertrieben, ey. Ja. Ja, gut, Raygun und Affen. Ich will gar nicht mehr darüber sprechen, ey. Ja, ja. Das war ja so schlimm. Oh Gott, ey. 60.000 Punkte, Alter. Okay, das ist gar nichts, das ist gar nichts, Digga. Ich hab hier Ascension, diese alle Waffen Pack-a-Punch gespielt, ne? Ja. Ich hab 150.000 Punkte gebraucht, bis ich die Thundergun hatte. Ach du Scheiße. Ja. Max Demo. Alter. Jede Runde kommt Max Demo, Alter. Das ist echt wahnsinnig. Ich nehme. Kommt wieder Max Demo? Nee, nee. Oh fuck. Egal. Doch, Max Demo. Ich pack's nicht. Jo, nice. Sehr schön. Ach schön, jetzt kommt schon wieder Max Demo. Ja, das wär's. Das wär's, Alter. Okay, aber pass auf, Alter. Ey, die Runde ist gleich eh wieder vorbei. Sieht im Moment vorbei. Ja, vorbei. Alter. Zu einfach, viel zu einfach. Nächste Runde kommen die dann. Wie Runde 28? Ja, voll komisch. Entweder 4 oder 5 Runden ist das hier bei Koop. Vielleicht immer im Wechsel oder so. Ja, bestimmt. Also Einzelspieler ist definitiv immer 4 Runden, immer. Kannst du auch nachlesen, auf jeden Fall. Ich pack's jo nicht, Mann. So, warte. Wir haben jetzt 3 Minuten für 3 Runden gebraucht. Ernsthaft? Ja, Mann.